Heute beim Elektrischen Reporter Live-Bilder, ein Generationsübergriff und Wissensvideos. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Medienorakel sind sich einig. Spielfilme und Serien wird man künftig hauptsächlich über Mediatheken oder virtuelle Videotheken wie Netflix oder WatchEver schauen. Das lineare Fernsehen bliebe nach dieser Theorie führend in der Live-Berichterstattung. Doch auch in Sachen Live-Videos tut sich einiges im Netz, wie unser erster Beitrag zeigt. Ihr habt gewonnen! Live-Fernsehen. Das waren früher eigentlich nur Sendungen wie Wetten, dass oder die Übertragungen zur Fußball-WM. Aufwendig in der Produktion und entsprechend teuer. Und auch heute noch parken Übertragungswagen vollgestopft mit Elektronik vor der Halle, wenn ein Fernsehsender zum Beispiel einen Boxkampf live überträgt. Rocket Beans TV aus Hamburg machen ebenfalls Live-Fernsehen. Mit dem Bruchteil des Budgets eines Fernsehsenders. Möglich macht das das Livestreaming-Portal Twitch. Das Programm von Rocket Beans TV ist ein Nischenangebot für Computerspielfans, das es so nur im Netz gibt. Mit vielen Vorteilen. Meine Fresse! Also das Programm, Schemata, was unser Sender darbietet, hat durchaus viele Parallelen zum klassischen Fernsehen. Wir müssen aber nicht durch verschiedene Abnahmeprozesse gehen, weil es unser eigener Sender ist. Und dem Einzigen, den wir uns gegenüber rechtfertigen müssen, ist, dass wir es gut finden, was wir machen und dass die Community es schaut. 10.000 bis 60.000 Zuschauer sind beim Live-Programm von Heinisch und seinem Team nach eigenen Angaben dabei. Diese Fanbasis sorgt für Werbeeinnahmen. Manche Zuschauer unterstützen den Gamersender sogar mit Spenden. Der Erfolg von Rocket Beans TV zeigt, Live-Fernsehen übers Internet ist mehr als ein Trend, wenn es eine Programmnische findet, die das klassische Fernsehen vernachlässigt, wie eben zum Beispiel Zocker. Und Live-Fernsehen übers Netz geht sogar noch eine Nummer kleiner als bei Rocket Beans. Die Apps Periscope und Meerkat machen jedes Smartphone zum potenziellen Fernsehsender. Der Tech-Blogger Sascha Pallenberg etwa nutzt die App regelmäßig, um live aus seiner Wahlheimat Taiwan zu berichten. Ich habe mir für morgens 5 Uhr einen Wecker gestellt, hier in Taipei, aber auch in Las Vegas vor 2 Wochen, um den Leuten den Sonnenaufgang zu zeigen. Egal, wo sie waren auf der Welt. Es ist ganz trivial und es ist ganz simpel. Aber was interessant ist, wie unheimlich das den Menschen gefallen hat und wie viele Hunderte sich bedankt haben dafür. Die Technik ist also immer einfacher zu benutzen. Aber die Gesetze bleiben kompliziert. Zumindest in Deutschland. Hier würde Pallenberg für manche seiner Videos wohl eine Sendelizenz beantragen müssen. Denn wer journalistisch berichtet, selbst entscheidet, wann der Stream beginnt und so mehr als 500 Menschen erreicht, der gilt vor dem Gesetz als Rundfunksender. Egal, ob die dafür benötigte Technik eine Halle oder nur die Hosentasche füllt. Für ein Start-up wie Rocket Beans eine gefährliche Rechtsunsicherheit. Deshalb geht Arno Heinisch zur Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein und bittet um Aufklärung. Hey, guckt mal, was wir hier vorhaben. Was denkt ihr? Sind wir ein Sender? Brauchen wir eine Senderlizenz? Und das fanden die super, dass wir uns da proaktiv gemeldet haben. Und dann haben wir so einen Quick-Check gemacht. Und ja, wir sind ein Sender. Und die sind aber sehr kooperativ in den Verhandlungen jetzt, beziehungsweise in dem Ausfüllen der Senderlizenzantrags. Und jetzt warten wir noch auf mein polizeiliches Führungszeugnis. Das klingt hoffnungslos altmodisch und nach staatlicher Regulierungswut. Typisch für das bundesdeutsche Internetneuland. Aber diese Regelung hat durchaus einen sinnvollen Hintergrund, weiß der Medienrechtsexperte Stefan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut. Denn nicht nur Privatpersonen, sondern auch Regierungsbehörden liebäugeln mit den neuen TV-Möglichkeiten im Netz. Aber Staatsfernsehen, das heißt Rundfunk, der sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der Regierung befindet, sieht der Rundfunkstaatsvertrag eigentlich nicht vor. Dass
Entsprechend groß war deshalb die Verwirrung, als Angela Merkel live on air geht. Richtig virulent wurde es dann, als Frau Merkel sich für einen Google Hangout entschieden hatte und dort bei der Berliner Landesmedienanstalt die Frage einging, ist das denn dann nicht Rundfunk? Und die Berliner Landesmedienanstalt sagte, das könnten sie nicht beurteilen, aber möglicherweise ist das kein Rundfunkangebot. Dass die Bayerische Landeszentrale für neue Medien das private Google-Hangout-Angebot Bloggercamp TV wiederum doch als Rundfunkangebot bewertet hat, macht das Chaos komplett und zeigt, das aktuelle Rundfunkgesetz ist den neuen Möglichkeiten des Live-Fernsehens für jedermann nicht gewachsen. Dieses Problem werden die Landesmedienanstalten angehen müssen. Spätestens dann, wenn tausende Periscope-User mit ihren Rundfunklizenzanfragen ihre Behörden lahmlegen. Das Verhältnis vieler Netznutzer zur eigenen Privatsphäre ist ein widersprüchliches. Es ist ihnen oftmals egal, was Netzkonzerne oder Geheimdienste über sie wissen, solange es nicht die eigene Mutter weiß. Eine Netzgeschichte um Mutter und Tochter, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Kaline Mohr, ich bin gerade 31 Jahre alt geworden und im Netz bin ich zu finden als Mohrenpost. Ich habe samstagabends mit Freunden zusammengesessen und wir haben natürlich auch was getrunken. Und dann twitterte ich darüber, dass wir gerade fast Sonnenmilch statt Schnaps getrunken hätten. Und daraufhin schaltete sich meine Mutter ein und twitterte halt öffentlich zurück, so, Kind, was machst du wieder für einen Blödsinn? Das eskalierte dann einfach sehr schnell. Innerhalb von einer halben Stunde endete es damit, dass meine Mutter richtig peinliche Kinderfotos von mir getwittert hat, die natürlich irre gut ankamen. Häme ist ja auch so ein Trägermedium bei Twitter. Dann endete es damit, dass ich getwittert habe, oh, ich twitter erst wieder über Schnaps, wenn Mama im Bett ist. Meine Mutter hat halt irgendwann gemerkt, dass ich in diesem Internet bin und dass sie da nicht hinreicht irgendwie, dass ich nicht mehr da bin, wo meine Mutter ist. Und das hat sie genervt. Und es hat sie genervt, dass da Dinge passieren, von denen sie nichts versteht. Und genauso hat sie das auch zu mir gesagt. Sie hat gesagt, wenn das der gesellschaftliche Wandel ist und die Digitalisierung, dann will ich nicht daneben stehen und zugucken. Ich will das verstehen und ich will da mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm, dann legen wir dir jetzt ein Twitter-Profil an und los geht's. Das Spannende daran ist ja, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, meine Mutter auch eigentlich noch mal aus einem ganz anderen Kontext kennenzulernen. Im Internet ist meine Mutter ja nicht in erster Linie meine Mutter, sondern meine Mutter ist Ilse Mohr. Und das kann ich mir angucken. Und Ilse Mohr ist eigentlich ganz cool. Und dieser digitale Graben, den wir haben, der gehört da einfach nicht hin. Und wenn wir den überbrücken wollen, ja, dann sind da zwei Dinge für nötig. Den jungen Leuten darf nicht immer alles so schrecklich peinlich sein, wenn Mama mal was Dummes bei Facebook schreibt oder was nicht versteht. Und die ältere Generation darf nicht immer so viel Angst haben und sagen, kann ich nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht. Ich finde, beide müssen sich mal so einen Ruck geben. Twitter hat uns auf jeden Fall näher gebracht, eben genau durch diesen neuen Blick auch auf Mama als Mensch, einfach nur als Frau. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich natürlich so eine Kommunikation verändert. Wenn wir also jetzt alle ein, zwei Wochen telefonieren, dann wissen wir immer genau, was der andere so über die Woche getrieben hat. Also man kriegt ja viel mehr voneinander mit und diese Anstrengung gibt's halt nicht mehr. Und es läuft nebenbei und ist total schön. Kommen wir nochmal zu bewegten Bildern. YouTube ist nicht gerade als Bildungsinstitution verschrien und doch finden sich zwischen Comedy, Klamauk und Katzenvideos immer mehr Wissensvermittler, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wer sich in einem Video erklären lassen möchte, warum der Himmel blau ist oder wie die Löcher in den Käse kommen, der hat zwei Möglichkeiten. Entweder zu warten, bis das Thema im Fernsehen, bei der Sendung mit der Maus oder Wissen macht A vorkommt, oder YouTube zu checken. Denn dort blasen jetzt die Wissens-YouTuber zur Bildungsoffensive. Diese nennen sich Dorfuchs, Mr. Wissen to go oder die Klugscheißerin und erklären Kindern und Jugendlichen binomische Formeln, die französische Revolution oder Malevichs schwarzes Quadrat. Einer von ihnen, Borja Schwember, spezialisiert auf die Mysterien des Alltags. Als Doktor Allwissend beantwortet er Fragen seiner Community,
mit Humor und Digitalkompetenz. Guten Morgen, allwissende Marvi Hammer fragt mich: Warum macht Facebook süchtig? Nun, der Stoff, der bei Facebook süchtig macht, nennt sich soziale Anerkennung und ist für sich genommen eigentlich vollkommen harmlos. In der Regel denken wir ja alle von uns selbst, dass wir im Großen und Ganzen eine ziemlich coole Sau sind. Ich bin echt ein guter Fotograf. Und überhaupt auch irgendwie eine ziemlich coole Sau. Rund 380.000 YouTube-Abonnenten hat Schwember mit seinem Spagat aus Anspruch und Unterhaltung schon überzeugt. Der selbsternannte Edutainer kennt eben sein Publikum. Und er weiß, wie man die Aufmerksamkeit der Digital Natives auf Wissensthemen lenken kann. Also für das Medium YouTube eignen sich eigentlich alle Themen. Aber für mein Format jetzt, also in diesen 3-Minuten-Videos, da kann man wahrscheinlich nicht alles beantworten. Beziehungsweise man kann die Sachen dann nur oberflächlich anreißen oder vielleicht die Leute den Leuten so einen Denkanstoß geben. Seine Zuschauer sind dankbar für diese Denkanstöße. Im Kommentarbereich diskutieren sie seine Thesen, posten Artikel oder bringen ihre eigenen Erfahrungen ein. 29 Millionen Views hat Dr. Allwissend mit diesem Konzept bereits eingesammelt. Und dieser Erfolg macht auch Fernsehmacher neugierig auf die Kollegen im Netz. Etwa Ralf Kaspers, Moderator von Wissen macht A. Dass der aber trotzdem lieber beim Fernsehen bleibt, als seinen eigenen YouTube-Kanal aufzuziehen, hat viele Gründe. Vor allem aber Teamwork. Wenn diese Leute für eine Sendung arbeiten, die ihnen Spaß macht, wie beispielsweise Wissen macht A, dann reißen die sich Arme und Beine aus und das ist einfach toll, das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob das bei YouTube auch so sein könnte, aber es kostet einfach viel Geld und das wird schwierig. Reportagereisen zu Kernphysikern können sich die YouTuber bislang ebenso wenig leisten wie Einspielfilme oder Experimente im Studio. Dr. Allwissend ist eben eine One-Man-Show. Und die Qualitätskontrolle übernimmt bei ihm kein Redaktionsleiter, sondern die Community. Ja, also ich sehe das Ganze ja eher so wie so ein Dialog zwischen mir und der Community. Und dann ist es klar, können die natürlich, wenn ich was Falsches erzähle, dann auch sagen, hey, das war Quatsch. Dieser Dialog mit dem Publikum ist Teil des Erfolgsrezepts der Wissens-YouTuber, ist der Medienpädagoge Jörg Hagel überzeugt. Denn anders als in der Schule muss sich den Unterricht von Dr. Allwissend niemand ansehen. Zur YouTube-Nachhilfe kommen die Jugendlichen freiwillig. Und die wissen ganz genau, welcher Wissens-YouTuber zu ihrem Lernstil passt. Und das ist der Reiz an YouTube-Videos. Ich wähle nicht nur das Tempo aus, dadurch, dass ich immer wieder zurückspulen kann und meinen Wissensschritter in der Geschwindigkeit begehe, wie ich sie ja gerne möchte, sondern ich wähle auch meine Lehrperson und die Methode aus. Und vielleicht ist das wirklich Revolutionäre an den Wissens-YouTubern. Ihr Angebot muss nicht den Eltern gefallen, damit diese bereit sind, Geld in die Nachhilfe ihrer Kinder zu stecken. Und auch ein Programmdirektor müssen Dr. Allwissend und Co. nicht von der Sinnhaftigkeit ihres Sendungskonzepts überzeugen. Wissens-YouTuber wenden sich ausschließlich an die Jugendlichen selbst. Mit ihrer ganz persönlichen Sicht der Dinge. Und deshalb legt Schwember auch keinen Wert auf inhaltliche Unterstützung durch Fernsehsender oder Medienhäuser. Also wenn jetzt jemand noch ein bisschen für mich recherchiert, fände ich das nicht schlecht. Aber ich merke, dass ich zum Beispiel die Texte wirklich selber schreiben muss. Und das muss irgendwie von mir kommen und das muss so sein. Das muss mit meiner Stimme gesprochen sein, sonst funktioniert das nicht. Ohne ihren persönlichen Ton wären die Wissens-YouTuber nur eine Art Telekolleg im Internet. Mit Videounterricht nach Lehrplan. Und das Erreichen irgendwelcher Lernziele interessiert in der YouTube-Community kaum. Hier verlässt man sich auf etwas ganz anderes. Auf die Neugierde der User. Ich glaube nicht zu wissen, was ich nicht weiß. Sokrates. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.